Ja, Bichi, erstes Spiel und gleich den entscheidenden Treffer, so darf es weitergehen, oder? Ja, ich freue mich natürlich, dass ich es gemacht habe, logischerweise, aber wer es macht, ist dann relativ egal. Wenn wir so gewinnen, ist es natürlich für die Moral sehr gut. Wir haben, denke ich, in der zweiten Halbzeit gute Leistung gezeigt und haben den Sieg erzwungen und ja, freut mich natürlich, dass mir das da gelungen ist. Insgesamt war es doch eine ziemlich holprige Partie, wie hast du es gesehen? Ja, vor allem erste Halbzeit. Also wir haben versucht, gleich ein Spiel zu finden. Denke ich einmal, die ersten Minuten waren okay. Aber je länger die erste Halbzeit dauert hat, umso verkrampfter sind wir geworden. Und das war wirklich sehr, sehr holprig. Mit dem Rückstand dann natürlich haben wir das Worst Case gehabt, was wir überhaupt nicht wollten. Aber dann haben wir uns die Pause zusammengerauft, haben, denke ich einmal, vom Kämpferischen, von der Moral einmal eine gute Leistung gezeigt. Mit dem 1-1 dann ein bisschen, denke ich einmal, das Spielerische auch kommen. So haben wir noch als 2-1 geschossen. Und ja, unterm Strich müssen wir das Spiel natürlich ordentlich analysieren, weil wir natürlich viel besser machen müssen, aber die 3 Punkte nimmt uns auch keiner mehr weg. Wie viel hat man von den Anweisungen des Trainers schon umsetzen können? Ja, man sieht, dass man sicherlich von den Bewegungen eine Ansatzweise das schon umsetzen. Also wenn man sich das Spiel anschaut, waren von den Laufwegen her viele Sachen dabei, die wir im Training auch probiert haben. Im Spiel ist halt so, dass 11 Gegner versuchen, das zu zerstören und selber kommt natürlich auch eine gewisse Nervosität dazu. Also, ich denke, dass das jetzt im Laufe der Zeit besser wird, aber von den Ansätzen her, denke ich, hat man ein Konzept gesehen. Mhm. Ich denke, man sieht den Spielern etwas an, dass die wirklich harte Vorbereitung in den Knochen steckt. Wissen die als routinierter Spieler mit dieser wirklich harten Vorbereitung gegangen? Ja, nicht anders als den anderen. Also ich denke, dass die Vorbereitung für einen 20-Jährigen genauso wie für einen 35-Jährigen hart ist. Also du machst die Läufe, du kommst zum Urlaub, bist dann sehr schnell einmal übersäuert. Jetzt haben wir die Phase drinnen, wo wir eben in die Spritzigkeit gehen. Die Vorbereitung ist sehr kurz. Also ich denke, in anderen Ländern, wo es länger ist, wären wir natürlich am Tag X fitter gewesen. Aber dafür geht es bei uns sehr lange rein in den Herbst. Und wir wollen eigentlich den Start bestmöglich hinlegen und dann im Herbst hinaus einfach die Kraft mitnehmen. Mhm. Am Freitag steht der KSV Kapfenberg vor der Tür. Die haben im ersten Spiel schon ordentlich was vorgelegt. Ja. Was hast du für einen Eindruck von denen? Ja, ich habe die Zusammenfassung gesehen. Also offensiv haben es natürlich die quirligen Brasilianer oder Südamerikaner drinnen, die letztes Jahr im Frühjahr auch schon ziemlich unbekannt begonnen haben und groß aufgezeigt haben. Also da haben sie sich nicht viel verändert. Wieder ein schwieriges Spiel. Natürlich, es ist für uns so, dass wir jedes Spiel auf Sieg anlegen müssen mit der Zielsetzung, die wir haben. Kapfenberg wird natürlich wissen, dass wenn die Tiroler kommen, können wir uns aber hinten reinstellen. Für uns ist es wieder so, dass wir das Spiel machen müssen. Aber es ist eine Woche später wieder. Wir haben sicherlich die Woche viel in der Spritzigkeit gearbeitet und wollen natürlich gleich von Beginn an besser auftreten als gegen FAC. Du hast die Zielsetzung angesprochen. Wie geht die Mannschaft damit um? Du müsstest jeden selber fragen. Also wir haben die Zielvorgabe in die Kabine klar bekommen. Ich denke, es gibt Spieler, bei denen bröckelt das komplett ab. Das ist einfach so. Aber andere Spieler denken vielleicht darüber nach. Man hat es ja im Match gesehen. Es ist dann mit einem 1-1, glaube ich, einmal der Ruck durch die Mannschaft gegangen und bei jedem ist ein bisschen der Druck abgefallen. Ist einfach so bei einem großen Verein. Also, aber ich denke, über die lange Saison wird jeder mental damit umgehen lernen, dass wir das Ziel haben. Und bei dir selber? Ja, also wenn es bei mir jetzt noch Probleme macht, dann nach so vielen Jahren denke ich einmal, das ist ein Ziel. Ich bin schon aufgestiegen, ich habe gewisse Titel gewonnen. Also es ist so, dass es einfach für mich was Schönes ist. Also ich möchte die letzten Jahre meiner Karriere im Mittelfeld immer dumm plempern und für nichts spielen. Also für mich war schon klar, wenn ich wo noch mal unterschreibe, und das war eben in Tirol, dass ich da auch irgendwas erreichen möchte. Mhm. Du hast in der letzten Saison eine Wette mit dem Trainer gehabt, zweistellig zu sein. Du hast diese bravourös gewonnen und hoffentlich schon eingelöst. Gibt es heuer was Vergleichbares? Nein, also für mich ist ein Stürmer so, dass ich jedes Jahr reingehe mit dem Ziel, zweistellig zu sein. Und ich denke mal, wenn man ein Stürmer jedes Jahr zweistellig ist, ist man ja immer auf der Habenseite und das ist auch heuer wieder das Ziel. Aber um das auch mal allgemein zu sehen, also ich denke, wenn man sich hernimmt, letztes Jahr die Top 3 waren eigentlich bei allen Mannschaften welche dabei, die mehrere Spieler zweistellig hatten. Und ich denke, das ist für uns heuer sehr wichtig, dass nicht nur ich zweistellig bin, sondern dass sich der eine oder andere dazugesellt, dass wir einfach nicht so leicht ausrechenbar sind. Und dann ist für mich natürlich wichtiger, die Schale heuer zu bekommen, als da wieder ganz vorne zu stehen. Aber zweistellig ist für jeden Stürmer Ziel. Ihr seid heute wieder im Stubaital. Die Trainingsbedingungen sind top heute in Neustift. Davon profitiert man ordentlich, oder? Ja, profitiert man natürlich. Also es ist so, dass wir rundherum gute Bedingungen haben. Wir sind in Fultmes oder heute eben da. Mir gefällt der Stubaital, also meine Freundin ist von da. Also somit habe ich ein bisschen ein Heimspiel, aber
ja, für uns ist einfach wichtig, dass wir am Platz stehen können und gute Bedingungen haben. Gut, Thomas, alles Gute für dich und danke.